Wahrscheinlich jeder hatte schon einmal mit Produkten von Doppelmayr zu tun. Egal ob Seilbahnen, Erlebnisbahnen oder Cableliner, die Marke Doppelmayr steht für Qualität und Effizienz. Gegründet wurde das Familienunternehmen bereits im Jahr 1892 von Konrad Doppelmayr. Mittlerweile hat sich das Unternehmen zum Weltmarktführer im Seilbahnbau entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich immer noch in Wolfurt. Eines, was sich Doppelmayr seit Jahren auf die Fahnen schreiben kann und auch darf, ist die Lehrlingsausbildung. Die zukünftigen Facharbeiter finden beste Voraussetzungen vor, um sich in ihrem weiteren Berufsleben zurechtzufinden. Die Ausbildung fängt beim Elektro- und Maschinenbautechniker an und hört bei den Konstrukteuren auf. In der eigenen Lehrlingswerkstätte werden die Lehrlinge perfekt ausgebildet und geschult. Ziel ist es natürlich, die guten Facharbeiter dann auch im Unternehmen einzubringen. Ich bin der Sole Ramlich, bin Maschinenbautechniker. Ich bin im vierten Lehrjahr. Also anfangen tut die Lehre in der Lehrwerkstatt, da wo wir jetzt stehen. Die Lehre geht eigentlich 3,5 bis 4 Jahre, je nach Beruf. Und in der Lehrwerkstatt ist die ganze Grundausbildung. Wir lernen da Verdreher, Feilen, Fräsen, Schleifen, alles kennen. Wir haben wöchentlich Schulungen, wo wir mit unserem Ausbilder die grundlegenden Sachen durchnehmen. Die Planung und der Entwurf stehen natürlich vor der Umsetzung. Die eigenen Konstrukteure bauen das Fundament, das dann in der Produktion umgesetzt wird. Bei Doppelmayr zeigt sich, dass das aber kein reiner Männerberuf ist. Ich bin Claudia, Konstrukteurlehrling im vierten Lehrjahr. Und Konstrukteure fangen in der Lehrwerkstatt an mit Vieler, Dreier, Fräser. Und momentan bin ich im EUB, Einseilumlaufbahnen und mache eigentlich viel Zeichnen, Modellieren, Teile modellieren, Stückchen darlegen. In einem Jahr bin ich fertig mit der Lehre und mir gefällt es da sehr gut. Und darum hoffe ich, dass ich bei Doppelmayr weiterarbeiten kann in der Konstruktion. Nach der Konstruktion geht es dann in die Umsetzung. In dem im Jahre 2002 eröffneten Werk Hohe Brücke werden unter anderem die einzelnen Bestandteile, egal ob groß oder klein, gefertigt und zusammengesetzt. Die Produktion ist beeindruckend. Mit Kränen an der Decke werden die Teile durch die riesigen Hallen transportiert und zum nächsten Verarbeitungsschritt gebracht. Vor allem das Schweißen der großen Seilbahnrollen ist hier eine Herausforderung, die bravourös und effizient gemeistert wird. Ich bin seit 1969 bei Doppelmayr in die Lehre gegangen. Das sind jetzt gut 43 Jahre, dass ich bei der Firma bin. Ich habe sehr viele Möglichkeiten bekommen, mich weiterzubilden. Die Möglichkeiten hier im Betrieb sind sehr vielfältig und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Dass sich Lehrlinge bei Doppelmayr gerne dafür entscheiden, im Betrieb zu bleiben, ist keine Seltenheit. Durch die gute Ausbildung und die enge Einbindung in die Abläufe von Anfang an sind die Gegebenheiten für beide Seiten ideal. Ehemalige Lehrlinge haben alle Chancen und sind auch in der Management-Ebene zu finden. Also ich habe 1999 bei Doppelmayr mit der Lehre als Maschinenmechaniker angefangen. Und die Lehrzeit war bei mir etwas verkürzt, weil ich davor das Fachabitur gemacht habe in Deutschland drüben. Ich musste nur 3 Jahre die Lehrzeit absolvieren. Nach der Lehrzeit bin ich dann übernommen worden und habe in der mechanischen Fertigung gearbeitet an verschiedenen Bearbeitungszentren. Im weiteren Verlauf habe ich mir überlegt, dass ich bei Doppelmayr bleiben möchte, aber auch etwas weiterkommen möchte und habe dann nach 2, 3 Jahren an der Maschine angefangen, nebenher eine Schule zu machen in Teilzeit, die dann 4 Jahre gedauert hat. Und wurde dann nach weiteren 2 Jahren, nachdem ich die Schule beendet habe, übernommen hier in die Fertigungsplanung und Produktionssteuerung. Karriere mit Lehre. Bei Doppelmayr also nicht nur eine Floskel, sondern Realität. Alle jungen Mitarbeiter, auch die, die zum Beispiel nach der Matura ins Unternehmen kommen, werden perfekt integriert und betreut. Die Ausbildner stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen, wo es nur geht. Es zeigt sich also, dass die Investition in die Lehrausbildung nicht nur gut angenommen wird, sondern vor allem für das Unternehmen auch Früchte trägt. Doppelmayr kann auf eine Vielzahl von jungen, qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zurückgreifen und wird auch in Zukunft keine Probleme haben, den Betrieb in höchster Qualität fortzuführen.